So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir uns hier zum Team Skull Boss hochgekämpft. Wir haben den Boss zerschmettert und sind der neue Boss von Team Skull geworden. Und jetzt verlassen wir diesen Ort und hinterlassen einfach nur verbrannte Erde. Auch wenn es regnet. Der Regen kann die verbrannte Erde wie ein bisschen wegspülen. Genauso wie wir jetzt erstmal wegfließen, weil wir nichts an diesem Ort noch verloren haben. Ja, so ist es. Let's go. Ist es der Friedhofswärter? Ja, ja. Hey, Friedhofswärter, was treibst du? Es regnet. Willst du keinen Regenschirm? Gehört dieses Ding zu dir? Mann! Es war völlig außer sich vor Freude, als es mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knacker wie mich zu freuen. Okay, stell mich nicht so an. Du bist unheimlich. Was habe ich mit dir nur eingebrockt? Du bist auf Inselwanderschaft, aber keine Sorge, deshalb nehme ich dich noch lange nicht auf die leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht. Mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich halte dein Pokémon für dich. Ist der Typ Inselkönig? Sag mal, bilde ich mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrem Boss die Flatter gemacht. Onkel Yasu! Und schon ist die Ruhe dahin. Junior! Oh, du Armes, du hattest bestimmt große Angst, hm? Vielen, vielen Dank, Foka. Du bist wirklich klasse. Onkel Yasu, du bist doch ein Polizist und ein ziemlich guter noch dazu. Dann benimm dich gefälligst auch wie einer und behalte Team Skull besser im Auge. Wofür wohnst du denn sonst hier in Po? Kein Bock drauf. Die Miete ist hier einfach am billigsten. Dass ich direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, hat keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen. So bin ich eben. Ach, Onkel Yasu, das kaufe ich dir nicht ab. Du bist nicht so hart, wie du immer tust. In Wirklichkeit sorgst du dich um die Pokémon, die von Team Skull verletzt werden. Anstatt sie der Aether Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, Mangunior, lass uns zurück zum Aetherhaus gehen. Mango! Es heißt Mango, nicht Mangu. Aber gut, sei dir verziehen. Bis bald, Onkel Yasu, wir sprechen uns später. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Kann ich verstehen. Der arme Mann will nur seine Ruhe und sie nervt. Schau später im Hinterhaus vorbei, ja, Foka? Also dann, Alola. Hat sie das überhaupt zu mir gesagt oder zu Onkel Yasu? Ich frage mich, wer glücklicher ist. Die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von Team Skull in ihrem Versteck. Okay. Ich habe eher die Pokémon in ihren Pokébällen. Jetzt ist die Frage. Hey du. Ah ne, ne, wie nach wie so ein Stahlkort, das darf jetzt aber keinen Bock. Jetzt ist die Frage, wollte ich schon sagen, ich habe gedacht, dass der Typ auf der anderen Seite weg ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt zu diesem Haus von dem Typen gehen? Oder muss ich zum Ätherhaus gehen? Oder ganz woanders hin? Wo wohnt dieser Onkel Yasu in diesem Polizeigebäude? Achso, ne, hier müsste ich noch gar nicht durch den Busch. Hier kann ich einfach normal vorbei. Was siehst du? Tut mir leid, dass ich dich so anstarre. Du wirkst in dieser von Team Skull besetzten Stadt einfach irgendwie fehl am Platz. Du überhaupt nicht. Du passt wie die Faust aufs Auge. Aber ich weiß schon, warum du hier bist. Du hast bestimmt auch die Gerüchte gehört, oder? Wovon laberst du? Hey, jetzt tu mal nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Aber ich verstehe schon. Du willst dich eben erstmal absichern. Das respektiere ich. Aber ich muss mich ebenfalls erst absichern. Hier geht es immerhin um richtig heiße Ware. Verstehst du, was ich meine? Ich muss erstmal herausfinden, ob du vertrauenswürdig bist. Und zwar über einen Kampf. Bist du bereit? Ja, die Pokémon sollen geheilt sein. Also yeah, ich bin bereit. Let's go. Alles klar, los geht's. Ja, jetzt bin ich gespannt, was der überhaupt für ein Problem hat. Xavier. Oder nee, nicht Xavier, sondern Javier. Er hat ein Temperament wie ein heißer Stein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dieser Vergleich, Temperament wie ein heißer Stein, ist auch unbelievable. So, erstmal ein Eisenschild raushauen. Wird hoffentlich ein Tree-Hit-KO. Das mit dem Flinch, da habe ich gerechnet. Und ich hätte besser Schwertanz einsetzen sollen. Ah, ist jetzt egal. Aber ich habe gewusst, dass sein Kopfschuss daneben geht. Und dementsprechend kann ich es mit einem weiteren Eisenschädel ausknocken.
Tschüssikowski. Ein kleines, doofes Ding. Okay, nächstes kommt Metang rein. Ich habe gerade kurz überlegt, habe ich eine Unlichtattacke mit Eissiegel? Natürlich habe ich keine Unlichtattacke. So, aber das Problem ist, Cruella's Angriff wird im Regen geschwächt. Ist egal. Wir schicken trotzdem Cruella rein, dass sie am besten gegen Metang anstinken sollte können. Töten, tröten, bababam. Okay, also direkt einfach einen Funkflug raushauen und darauf hoffen, dass das ein Two-Hit-KO wird. Ne, wird es wegen dem Regen eben nicht. Ah, schade. Halten wir den Zen-Kopfstoß aus? Wahrscheinlich eher weniger. Ah, doch. Ja gut, dann können wir trotzdem noch eine Magieflamme, dynamische Maxi-Flamme. Wie sage ich denn Magieflamme? Aber, ja, Magieflamme gibt's auch. Magieflamme ist von Finks. Von seiner Entwicklung. Wie heißt nochmal die Entwicklung von Finks? Finexes? Oder so. Ihr wisst schon. Dieses Zauberer-Pokémon. Die hat Magieflamme drauf. Und hey, die Attacke gibt es. Das habe ich nicht einfach so erfunden. Und wenn ich es einfach so erfunden hätte, Game Freak, wenn ihr die Attacke braucht, für einen guten Preis überlasse ich sie euch, ne? Mit dem Augenzwinkern natürlich. So, okay. Javier, dein Können hat mich überzeugt. Du bist eindeutig vertrauenswürdig. Natürlich, wenn Team Skull-Typ wieder geplättet hätte, wäre er auch vertrauenswürdig gewesen. Die haben eine seltsame Logik in der Pokémon-Welt. Hoppla, von allem, die bisher zu mir gekommen sind, bist du mit Abstand der Beste. Alles klar, ich verkauf dir meine Ware. Für schlappe 5000 gehört das Item Riesennugget dir. Bist du doof? Er will mich verarschen. Du willst also nur gegen mich kämpfen? Nein, du kannst mich nicht verarschen. Können wir irgendwas mit dem Riesennugget anstellen, können wir irgendwas mit dem Riesennugget anstellen, außer es zu verkaufen? Ah, nee, muss nicht sein. Wo war jetzt nochmal das Polizeigebäude? Oder war es weiter? War es weiter unten? Hier irgendwo? Aber dann ist ja gesagt, dass Onkel Yasu in Po'u wohnt. So, nehmen wir mal kurz Tauros wieder. Und ist das Polizeigebäude? Ja, doch, okay. Hier sollte dann wohnen, oder? Eventuell, aber er ist auf jeden Fall nicht hier. Na gut, dann würde ich sagen, Mesdames et Messieurs, ich zerschmetter erstmal hier diesen Felsen. Okay, und da ist tatsächlich ein Herrscher-Sticker. Kann ich den aufnehmen? Oh ne, ich muss von Tauros runtergehen. Ohne von Tauros runterzugehen, wollte ich es wissen, aber das geht leider nicht. Und dann, schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen im Gras um und holen uns die Bären. Ne, die Bären will ich gar nicht. Denn ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, um hier wieder so einen krassen, obercoolen Übergang zu machen, weil ich die Pokémon erstmal heilen gehen will. Hihihihi. Bin ich nicht einfach ein tolles Kerlchen? Na gut. Ich gehe erstmal Pokémon heilen und dann sehen wir uns gleich wieder, Mesdames et Messieurs. Ich habe meine ganzen Items jetzt mal offscreen durchgesehen und habe gesehen, dass wir ein cooles Ding im Repertoire haben. Und zwar, wo ist es denn? Nein, kein Eisen. Das Eisending wollen wir nicht haben, sondern wir wollen was Ähnliches haben, was mit Eis zu tun hat. Und zwar haben wir tatsächlich... Hallo, wo bist du denn? War er jetzt ganz unten? Ich glaube, er war ganz unten, oder? Haben wir einen Eisstein. Und mit dem Eisstein, da seht ihr schon, können wir unsere Eisigel entwickeln lassen, indem wir einfach den Eisstein, dem Eisigel ins Mündlein reinlegen. Und was passiert dann? Eisigel... Wieso ist die Musik so anders? Wow, Eisigel entwickelt sich erstmal zu Sandama in der Alola-Form und sieht das nicht megamäßig cool aus. Aber wieso ist die Musik, die Entwicklungsmusik so ein bisschen anders? Hat es mit dem Ort zu tun, wo wir sind, oder womit hat das zu tun? Neuer Eintrag für Sandama im Pokédex. Also jetzt schaut doch das Ding an. Und ob es stark ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sieht es nicht einfach am coolsten aus von dieser ganzen Welt? Ich finde schon, das normale Sandamer sieht cool aus, aber Eis-Sandamer, beziehungsweise Alola-Sandamer, ist eine Wucht, Mesdames et Messieurs. So. Gebieter, vor Urzeiten lebte es in der Wüste, mit Hilfe seiner scharfen Krallen erklimmt es Eisberge, ohne abzurutschen. Wow, das ist bis jetzt die lämste Vorstellung, die es jemals hatte. Aber das ändert nichts daran, dass Alola-Sandamer allgemein richtig cool ist. Mir gefällt's
wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich, das muss bei mir ins Team kommen. So, es versucht Eissperr zu lernen. Oh, endlich mal eine Eisattacke. Okay, was für Eisenabwehr? Eisenschild will ich auf jeden Fall behalten. Wir haben wahrscheinlich Schlitzer, oder? Eissperr 25er Stärke, der trifft bis zu 5-mal. Von dem her, wir müssen nur durchschnittlich 3-mal treffen und dann, oder wir müssen eigentlich nur 2-mal treffen, also das geringste, weil es trifft 2 bis 5-mal und dann ist Eissperr schon besser als Schlitzer, weil es hat ja noch Step, das hat Schlitzer nicht. Sehr gut, damit haben wir uns, unser kleines süßes Eisigel haben wir uns gut herangezüchtet und wir schauen es uns nochmal ganz kurz an. Wir sehen hier, natürlich ist es ein nicht allzu tolles Wesen, weil es hat plus Spezialverteidigung und es braucht es definitiv nicht. Aber schaut euch die Verteidigung an. 106 Verteidigung. Es wird einfach eine krasse Wall sein. Wir müssen trotzdem aufpassen vor Feuerattacken und Kampfattacken. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr damit zufrieden, muss ich sagen. Schon allein wegen des Aussehens. Allein wegen des Aussehens. Und jetzt hat vielleicht der ein oder andere sich von euch gefragt, wieso wir nicht einfach gleich zum Ethaus geflogen sind. Das hat einen einfachen Grund und zwar... Kann ich hier nicht hoch? Konnte ich hier nicht hoch? Wollte ich hier hochgehen? Ah, hier geht's hoch, okay. Und die Trainer hier noch besiegen. Weil ich weiß nicht, ob wir hier später irgendwann mal zurückkommen. Aber, ich wollte das auf jeden Fall nicht, was ist da? Eine Sternschnuppe? Sternstaub. Fast schon. Fast richtig. Ihr müsst immer wenn ihr irgendwie eine Frau euch fragt, so irgendwas, ihr wisst schon, manchmal hat man was im Auge. Ah, oh, tut mir leid, manchmal dieser Nasenschleim, der tötet mich. Auf jeden Fall, oh, sieht das nicht cool aus? Auf jeden Fall, manchmal haben gewisse Menschen irgendwas im Auge. Und, wenn eine Frau zu euch zukommt und sagt so, hab ich was im Auge, siehst du was? So völlig panisch, weil man denkt so, man hat einen riesigen Steinklumpen im Auge, weil es einem so unangenehm ist im Äuglein. Dann, müsst ihr einfach sagen so, ja, du hast was im Auge. Ein Stern. Und dann sagt sie immer, oh, ist das nicht süß von dir? Du bist so ein Charmeur. Mit dir möchte ich direkt ins Bett steigen. Ihr solltet das natürlich nicht nur sagen, weil ihr mit der Person ins Bett steigen wollt. Aber das passiert halt einfach. Ist Idiotensache. Es ist bulletproof. Wirklich. Versucht es einfach mal aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Man muss jetzt wirklich absteigen von Taurus. Warum habe ich gegen dich nicht schon gekämpft? Nee, habe ich nicht. Okay, das ist übrigens keine Team Skull-Dame. Das ist eine Punkerin, oder? Und ist das jetzt auch... Ist die auch von Team Skull? Je ne sais pas, um ehrlich zu sein. Aber doch, sie ist von Team Skull. Aber manchmal weiß man das nicht. Manchmal kriegt man das nicht. Manche sehen aus wie Rüpel, manche sehen aus wie Punker. Und manche machen sich keine Gedanken. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, dass wir keinen Schlitzer haben. Weil Eisenschädel und Eissperr sollten beides nicht sehr viel Schaden anrichten. Deswegen würde ich sagen... Wechseln wir einfach locker flockig zu Taser rüber. Taser hat sowohl Bodenattacken. Das finde ich aber cool, dass Taser auch Bodenattacken hat. Auch, das weiß ich auch schon, wenn es sich entwickeln wird, wird es eher speziell angreifen und nicht physisch. Von dem her ist Schaufel jetzt nicht so megamäßig toll, aber wir können theoretisch Schaufel einsetzen. Tue ich aber nicht, da Funksprung Step hat und Schaufel geht einfach zu lange. Es geht zu lange, bis es sich in den Boden gräbt. Und wo wir gerade beim Thema sind, ich habe sie wieder vergessen in diesem Part, wo wir gerade beim Thema sind. Wir waren überhaupt nicht beim Thema. Aber ich habe es völlig vergessen. Und zwar wollte ich in diesem Part hier noch unser nächstes Teammitglied fangen. Okay, im nächsten Part, falls es schon möglich ist, dass wir es fangen können, werden wir es definitiv im nächsten Part, am Anfang des nächsten Parts, werden wir es dann da haben. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Zick, zack, zuck und alles sind schwupp. So, schauen wir erstmal, wie Schaufel aussieht. Und ich muss sagen, ich bin von der Eingrabe-Animation echt ein bisschen enttäuscht. Und ja, die restliche Animation ist jetzt auch nicht so cool. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen. Klar, es ist immer mehr drin, aber... Weiß nicht, es sah irgendwie... Es sah nicht, weil es unspektakulär aussah, sondern einfach, weil es... Ich weiß nicht, es sah nicht aus, als ob ich mich wirklich eingeschaufelt habe. Es sah einfach aus, als ob ich irgendwie so ein bisschen Sand aufgewirbelt habe. Und das ziemlich langsam. Na gut. Ist jetzt ein bisschen Nutpicking so, aber mir hat die Animation nicht gefallen. Sehr viele der Animationen gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Aber die war jetzt wirklich... Ah, verdammt, das Item will ich doch noch haben. Ah, ich dachte schon... Ah, nee, jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Na gut, vielleicht
Vielleicht ist es dort das Über-Item und das brauchen wir unbedingt, sonst kommen wir im Spiel nicht voran. Das kann es natürlich sein. Dementsprechend bin ich einfach selten nämlich. Ich will das Wort nicht aussprechen, weil Lügen darf man nicht sagen. Stimmt nicht. Lügen darf man sagen. Man darf nur nicht lügen. Nee. Okay, das wollte ich damit gesagt haben. Und damit habe ich mich auch genug fremdgeschämt in diesem Part. So, ich habe immer so eine To-Do-List, was ich in jedem Part abhaken will, abarbeiten will. Den Bildungsauftrag. Habe ich den schon erfüllt in diesem Part? Aber falls ja, habe ich das noch nicht abgehakt. Den Bildungsauftrag muss ich auf jeden Fall auch noch erfüllen. Von dem her, was könnte ich auch beibringen? Ah, genau. Folgende Sache. Mittelamerika. Ihr kennt bestimmt Honduras, das Land Honduras. Wunderschönes Land, jeder würde gerne mal dahin. Erstmal haben wir hier alles erledigt, das heißt, wir können weiterfliegen. Honduras, wie gesagt, wunderschönes Land, jeder möchte dahin, jeder mag das Land auch. Aber wusstet ihr schon, was die Hauptstadt von Honduras ist? Ich sage es euch. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß, wie man es schreibt, und zwar Tegucigalpa. Und zwar schreibt man es Tegucigalpa. Und jetzt fragt ihr auch so, wie kommst du darauf? Und zwar, einfach so, ich wollte was beibringen. Jetzt habt ihr was gelernt, der Bildungsauftrag wurde erfüllt, ihr wisst, wie die Hauptstadt von Honduras lautet. Und jetzt geht mal auf die Straße und fragt 100 Leute. Ich bin mir sicher, von den 100 Leuten wissen mindestens 95 Leute nicht, wie die Hauptstadt von Honduras lautet. Mindestens 95%. Von dem her, ihr seid klüger als 95% der gesamten Menschheit. Stellt euch das mal vor. Von dem her, ihr habt wirklich was Gutes gelernt. Jetzt fragt euch, okay. Da sind wir wieder. Und wir haben Mangunio mitgebracht. Mango! Warum macht ihr denn so lange Gesichter? Tut mir leid, Foka. Ich kann mich gerade einfach nicht freuen, was denn passiert. Aber warum? Was ist denn los? Es geht um Lilly. Schon wieder. Sie ist weg. What the fuck? Kaum gehen wir weg, gibt's hier wieder Ärger. Einige Stunden zu... Was? Eine Rückblende? Wow. Ey, Lilly. Ich wollte dir schon mal sagen, du hast einen coolen Hut. Oh, du bist ja noch hier. Löst du dich heute nicht plötzlich in Luft auf? Ich habe da ein paar wilde Geschichten über dich gehört. Das war eine völlig andere Situation. Damals hat Wölkchen seine Kräfte benutzt, um mich zu retten. Es sah keinen anderen Ausweg mehr. Das war alles meine Schuld. Yo. Ah, nee. Aber ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder zulasse. Ich kann zwar nicht viel ausrichten, aber ich werde um jeden Preis verhindern, dass mein kleiner Freund seine Kräfte erneut einsetzt. Das habe ich Wölkchen versprochen. Und ich werde alles geben, um dieses Versprechen zu halten. Yo, yo, yo! Und was war an dieser Lage, von der du da faselst, so viel ausweglosser als an dieser? Glaubst du etwa, wir lassen dich türmen? Bist du wohl ein bisschen naiv, Prinzesschen, hm? Halt den Rand kleiner. Das Girl hat Willensstärke. Von ihr kannst du noch was lernen. What the fuck? Außerdem, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dich wirklich als Pokémon-Diebin abstempeln kann. Immerhin wolltest du ja nur einem hilflosen Pokémon helfen. Ich komme freiwillig mit euch, aber bitte, bitte tut den anderen nichts. What the fuck? Sie hat dich wahrscheinlich sogar freigelassen, Lilly. Sobald Lola weg war, kam dieser Freund zurück. Was? Ja, wieso hast du nichts getan? Lilly hat uns alle beschützt und das Ganze ohne Pokémon. Will er mich gerade verarschen? Er hat ein funktionierendes Pokémon-Team, mit dem hätte er kämpfen können. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Als Pokémon-Trainer wäre das meine Aufgabe gewesen. Ja, das sagst du was. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Lilly diejenige ist, die Cosmog bei sich hat. Hä? Du kennst Lilly? Warum bin ich überhaupt von zu Hause weggelaufen, wenn ich sie jetzt nicht mal beschützen kann? Diese elende Feiglinge in mir. Du wirst sie mir austreiben, verstanden? Und halte bloß nicht zurück. Hatte gerade irgendwie so seine Phase wieder? Aber man kann immer sagen, so die Story von Pokémon ist ein bisschen konstruiert und in den Haaren herbeigezogen. Aber was sollte das? Was sollte das jetzt mal ernsthaft? Ein Golbat! Lasse ich gerne. Jetzt einfach mal, können wir unseren Eissperr zu Gesicht bekommen. Mit unserer neuen Fähigkeit. Also, die Fähigkeit hat nichts damit zu tun. Aber wir können einfach mal Eissperr einsetzen.
Und das hat trotzdem mehr Schaden angerichtet, als ich mir das erhofft habe. So, hoffentlich wird es wenigstens One-Hit-KO. Wir müssen viermal treffen. Viermal müssen wir treffen. Komm schon! Eisiegel! Ich glaube an dich, ich habe dich so sehr gelobt und jetzt enttäuscht du mich. Du enttäuscht mich einfach. Na gut, dann nochmal. Vielleicht hätte ich ein Setup machen können. Ah, verdammt! Ein paar Mal Eisenabwehr, obwohl, wenn er ein Feuer-Pokémon hat, wäre dieses Setup völlig für die Katz gewesen. Von dem her, alles gut, Setup, scheißegal. Erstmal ein Level-Up, das gefällt mir besser als ein Setup. So, und was kommt als nächstes? Slimer, ich hab gedacht, Slimer hat Level 48. Typ 0. Typ 0, greift es physisch an? Ich glaube, es greift, es sieht so aus, als ob es einen Typen hat. Ab welchen Typen, das ist die Frage. Ich greife einfach mal mit Eissperr an. Standpauke, das sollte mir einen Hauch aushalten. Uiuiui, aber es macht ziemlich viel Schaden. Es macht ziemlich viel Schaden mit der Menüsse. So, schauen wir mal. Jetzt wird. Ach, es ist ein Zoroark. Ah, deswegen hat er Standpauke. Okay. Ein Zoroark sollten wir. Eigentlich sollten wir One vs. One gewinnen. Aber da ich mein Eissiegel erstmal nicht opfern will, schicken wir lieber Eugene rein. Da sollte dem Zoroark ordentlich die Standpauke lesen können. Oder die Leviten lesen. So ist das richtig. So, Dankeschön dafür. Alter, ich glaube, ich werde krank und Spaß. Diese ganze. Egal. Ich will auch mit solchen ekligen Dingen nicht konfrontieren. Ist es gescarved? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich muss so tun, als ob wir in einem Competitive Kampf sind. Es ist ja auch Competitive. Es geht um Leben und Tod. Oder um was geht es eigentlich? Ja, jetzt mal ernsthaft, um was geht es? Wir wollen ihm die Flausen austreiben, oder was wollt ihr noch von uns? Ah, schönes Paar. Erstmal einen schönen Durchbruch reinhauen. Zermantau. Halt mir hoffentlich im Haus. Oh, ganz knapp. Eugene, ich bin stolz auf dich. Und jetzt, bam! Schönen Volltreffer. Kein Volltreffer, aber eine sehr effektive Attacke. Ich finde, Eugene hat es auch gut geschlagen. Hat es auch verdient. Verdammt, ich hätte die Animation durchlaufen lassen sollen. Hätte man gesehen, wie er irgendwie auf den Boden gefallen wäre? Auf alle Vieren? Eventuell. Peut-être. So, dann, einfach mal ein Gigasauge raushauen. Okay, wir sind sogar schneller. Das reicht natürlich nicht. Aber, was war das jetzt? Ich hab's noch zuge... 69. Tihihihi. Genau das wollte ich erreichen. Und der Kampf ging ohne Probleme vonstatten. Perfektissimo. Wir sind Pokémon-Trainer der 70. Ebene. So, sehr schön. Damit haben wir, wie heißt nochmal? Gladio? Eisenabwehr. Eisenabwehr will ich ihm nicht beibringen. Nein. Nein. Dankeschön. Nein. Keine Eisenabwehr. Ich bin Idiot. Bekannte Attacken behalten. Ey, Mama, ich verklick mich jedes Mal. Es ist seit 50 Generationen immer das Gleiche. Weil man B drücken muss und weil man A drücken muss. Ich hab's noch immer nicht drauf. Ich hab's allgemein nicht drauf. Oh, Slimer entwickelt sich. Nächste Entwicklung in diesem Part. Ey, der Sound ist wieder anders. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Oder war der Sound immer schon so? Und ich habe mir das nur eingebildet, dass er anders war? Alola Slimog. Und ich finde, Slimog sieht echt richtig cool aus. So im Nachhinein betrachtet hätten wir auch echt Slimog ins Team nehmen können. Aber jetzt ist es nur Platzhalter für unser eigentliches Teammitglied. Ah komm, auch diese Pose sieht cool aus. Slimer im Vordergrund und Slimog im Hintergrund. Mit den Regenbogenfarben. Damit wir das symbolisieren, dass es alle Formen von Sexualitäten akzeptiert. Das finde ich wirklich gut. Giftfalle. Was macht denn Giftfalle? Was die Attacke, die Schaden macht, wenn das Pokémon vergiftet ist? Nee, okay, wir brauchen das nicht. Egal, was es ist. Brauchen wir nicht die Giftfalle. So, jetzt im richtigen Augenblick B drücken und im richtigen... Ja, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ich habe nicht GB gedrückt, sondern runter und A. Das ist die Taktik. Die frische Taktik. So, okay, wir haben dich besiegt. Und was jetzt? Entschuldige, dass ich diesen sinnlosen Kampf angefangen habe, aber ich habe es euch doch schon erzählt. Ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Ich warte am Pier der Insel auf dich. Oder willst du gleich mit mir kommen? Nein. Kein Bock mit dir. Wie du meinst, ich warte am Pier von Ula auf dich. Lass dir nicht zu viel Zeit.
Das Ding, das Pokémon hat sich gerade umgedreht. Okay. Ja gut, dann gehen wir nach Hula Hula. Okay, dann Schlussfolgerung. Wahrscheinlich wissen das auch alle schon. Dass Cosmog das Gefäß ist, von dem dieser Ultra... Oder wer hat davon geredet? Diese Aether Foundation oder Ultraforscher. Irgendjemand hat davon geredet, dass Necrozma, hieß es Necrozma, dass das in einem Gefäß gefangen gehalten wird. Und Cosmog ist wahrscheinlich dieses Gefäß, in dem es gefangen wird. Und ja, wir müssen aufpassen, dass seine Kraft nicht entfesselt wird, blablabla. Damit es uns nicht alle auslöscht. Von dem her, würde ich sagen, um euch zu erklären, wie ihr euch das merken könnt mit der Hauptstadt von Honduras. Ich weiß, ich brauche ein bisschen lange, bis ich das von mir gebe. Aber manchmal brauchen gewisse Sachen ihre Zeit. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Fliegen wir am besten dahin. Und zwar könnt ihr das ganz einfach merken. Tegucigalpa hört sich ziemlich abgespaced an. Das kann man sich normalerweise nicht merken. Aber jetzt merkt ihr auch einfach T, also wie Englisch, der, die, das, der Artikel T, Gucci, wie Gucci, Gucci und Prada, ihr wisst schon. Und Galpa klingt so ähnlich wie Galoppa. Ihr denkt doch einfach, das Gucci-Galoppa. Das Gucci-Galoppa, das ist die perfekte Eselbrücke. So konnte ich mir diesen relativ schwierigen Namen, beziehungsweise, ja doch, den relativ schwierigen Namen für die Hauptstadt von Honduras merken. Und so könnt ihr euch das auch merken. Wenn ihr das einmal als Eselsbrücke im Gedächtnis habt, werdet ihr es niemals vergessen. Ihr müsst auch merken, immer das H bei T vergessen und nichts mit Doppelbuchstaben. Dann wisst ihr auch, wie man es schreibt. Und Galoppa halt ohne O. Aber ihr merkt es auch schon, es ist eine gute Eselsbrücke. Ich frage euch in einem halben Jahr nochmal und ich bin mir relativ sicher, dass mindestens einer von euch sich diese Eselsbrücke gemerkt hat. Wir warten noch auf Tali, nehme ich an. Ne, er kommt gleich. Das habe ich mir schon gedacht. Tali ist wirklich eine Nummer für sich. Er gibt sich alle Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ja, dann hätte er Lilly beschützen sollen. Ja, ihn eines Tages sogar zu übertrumpfen. Ich könnte das nicht. Hey du, das kenne ich doch. Wo? Yasu, was machst du denn hier? In Po können diese Gauner von Team Skull von mir aus so viel Unfug treiben, wie sie wollen. Aber jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Hey Junge, lass uns kämpfen, du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es noch nicht gewusst hast. Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du die Inselwanderschaftschamp werden willst. Also kannst du losgehen. Machen wir das noch in diesem Part? Natürlich machen wir das in diesem Part. Let's go. Na dann los. Let's go, Mesdames et Messieurs. Schauen wir mal, was er so drauf hat. Er sieht... Hat er Geist... Nee, Geist-Pokémon? Er hat Unlicht-Pokémon, oder? Yasu hat Unlicht-Pokémon. Zobiris. Okay, das sieht mir eventuell nach Unlicht aus. Von dem her, also es ist auch Geist, aber weil wir schon Lola mit Geist hatten... Ach stimmt, er ist ja ihr Onkel. Dementsprechend wird Unlicht auch ganz gut dazu passen. Mogelhieb, oi. Geht man hier strategisch vor, Mesdames et Messieurs. Zuerst mal einen Schwertanz raushauen. Wir sollten definitiv eine Attacke von Zobiris aushalten. Hoffentlich hat es keine Strafattacke. Spupe, ah nee, das greift mich speziell an. Das halten wir trotzdem aus, oder? Aber es macht viel zu viel Schaden. Es macht viel zu viel Schaden. Okay, dann Planwechsel. Wir müssen unseren Plan ändern, Mesdames et Messieurs. Und zwar... Müssen wir zu Slimog übergehen. Wir gehen zu Slimog über. Ich muss mein Sandame nochmal hochheilen. Ich habe mich verkalkuliert. Jetzt hat er mit Juwelenkraft angegriffen. Verdammt, ich hatte einen Schwertanz drin. Ah. Na gut, egal. Damit haben wir das verspielt. Aber ist egal. Eine Juwelenkraft hätten wir auf jeden Fall ausgehalten. Oder, was heißt auf jeden Fall? Ich bin mir relativ sicher, dass wir es ausgehalten hätten. So, wo sind... Ah, hier. Pummelmilch, wie viel macht die? 100 Stunden, so viel brauchen wir nicht. Supertrank. Macht 60, reicht 60. Ne, reicht nicht ganz. Okay, dann machen wir doch eine Kumumilch. Ja gut, sei es drum. Sandame ist wieder voll aufgeheilt. Und ja, wir schauen einfach mal, ob Slimog noch sogar ein bisschen was anstellen kann. Gegen dieses Zobiris. Ne, nicht Pokémon, sondern du sollst kämpfen, Slimog. Am besten mit einem Abschlag. Knirschen natürlich. Abschlag wäre völlig schwachsinnig. Juwelenkraft halten wir, wie gesagt, aus. Nochmal eine. Und dann knirschen wir das Zobiris zu Tode. Es macht gar nicht mal... Giftgriff, sehr gut. Es macht gar nicht mal so schlechten Schaden. Und wir haben es vergiftet. Also, Zobiris, du... Zobiris. Slimog, du hast
zu 100% deinen Job erfüllt, auch wenn er sein Pokémon heilt. Das ist egal. Es hat Zubiris ausgenockt. Also Leute, was geht ab? Slimog ist der Überking hier. Sehr gut gemacht, Slimog. Rockerman. Ist auf jeden Fall vom Typ Unlift. Das weiß ich schon mal. Ich hoffe, es ist nicht vom Typ Geist, weil er hat nicht zweimal Unlichtgeist, oder? Dementsprechend setze ich jetzt Eugene ein. Ah, genau das war's. Okay. Sehr gut. Das sollten wir locker easy wegfetzen können. Am besten Durchbruch. Ah, gehen wir auf Nummer sicher. Ich will mich nicht boosten. Oh, er boostet mich selbst. Aber es kann gefährlich werden. Es kann gefährlich werden, Mesdames et Messieurs. So, komm durch, Eugene. Ich glaube an dich. Fetz es weg. Perfekt, Eugene. Bam. Und wenn er nicht nochmal irgendwie mich zu Tode hexen kann, dann haben wir diesen Kampf gewonnen. Snobilicat. Snobilicat wird wahrscheinlich einmal Mobi-Hieb. Aber kann es sein, dass es ein relativ schwaches Team hat? Kann das sein? Ja, es Mogelhieb mich nicht mal. Okay, dann musst du nur noch einmal durchkommen und ich habe gewonnen. Wow, das war der einfachste. Wenn wir alle Herrscherpuppen und alle Inselkönige und Captain zusammennehmen, war das der einfachste Kampf überhaupt. Wow, du bist eine Witzfigur. Kein Wunder, dass du das gegen Team Skull nicht aufnehmen kannst. Du kannst gar nichts. Yasu. Oh gut. Er kann immerhin lachen. Na sowas. Ich wusste ja schon, dass du mutig und stark genug bist, um Team Skulls Wille aufzumischen. Aber das hier, stramme Leistung, auch von deinem Pokémon. Lass mich dein Team schnell wieder auf Vordermann bringen. Wenigstens halte mich immer wieder, das ist ein netter Typ. Hier, nimm schon. Perfekt, wir bekommen den, wie heißt das von Unlicht? Das wird heißen, Darkirium? Finsterium? Finsterium klingt gut. Es heißt Finsterium. Finsterium Z. Wir bekommen Finsterium Z, oder? Heißt es Finsterium Z? Es heißt wieder irgendwas, was ich nicht gewusst habe. Darkirium? Yes. Finsterium klingt besser. Und so geht die Pose für die Z-Kraft von Typ Unlicht. Sieht fast so lächerlich aus wie die von Typ Geist, aber nur fast. Okay. Damit hast du alle Prüfungen von Ula bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Wow. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, sollst du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Sei du selbst. Foka! Wie du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wäre ich nur stärker gewesen, als denen wäre es meine Aufgabe gewesen, Marikek zu helfen, damit sein Wunsch zu siegen Wirklichkeit wird. Wäre mir das gelungen, wäre Lil noch hier. Hätte, wäre, wenn. Du bist ein Idiot. Aber jetzt bin ich entschlossener als je zuvor. Ja, wow, super. Nachdem Lilly eventuell schon tot ist, bist du jetzt entschlossen. Wohin haben sie Lilly gebracht? Po kann es nicht sein, sonst hätte Foka sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger als du aussiehst. Du bist ein Vollidiot. Was sind alle hier total verrückt? Sie sind im Ätherparadies. What? Im Ätherparadies? Sind die doch böse? Die von der Ether Foundation. Hab ich's mir gedacht. Oder sie haben das Ätherparadies gekapert. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Schiff. Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadieses. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass sie Lilly ausgerechnet den Ätherparadies gebracht haben? Weil hier das Schiff von ihnen... Oder ist das unteres? Ich weiß es einfach. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Fragen wir herum. Suchen wir sie. Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht? Dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Tali. Halt einfach mal die Goschen, ehrlich. Ich weiß, es ist ein Spiel für Kinder, aber trotzdem regt es mich ein bisschen dezent auf. Ich hoffe, euch hat dieser Part nicht aufgeregt, sondern ganz im Gegenteil gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und ich würde mich auch umso mehr freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Kann ich denn zurückgehen, damit ich mein Teammitglied fangen kann? Ich kann nicht zurückgehen. Das heißt, das wird nichts mit unserem nächsten Teammitglied. Tut mir leid. Ach, verdammt, Axt. Na gut, dann im übernächsten Part. Also, das erste Mal, wenn es wieder möglich ist, werde ich es versuchen zu fangen. Also, bis zum nächsten Part, Mesdames et Messieurs, wenn wir die Ether Foundation aufmischen.
Schönen Tag noch, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Vormittag und schönen Abend. Tschüss.